So, das hier ist ein sogenannter Mexican Ferrari. Also, und der sieht auch noch richtig schön aus. Also nur, dass Sie mal sehen hier. Ich habe keine Ahnung, wie alt das Fahrzeug ist. Es sieht aber gepflegt aus. Allerdings sieht man, dass es ein bisschen älter ist. Schauen Sie sich dieses Prachtstück einmal an. Irgendwie ist, glaube ich, auch schon länger nicht mehr damit gefahren worden, weil da liegt irgendwie so ein halbes Stück Dschungel im Eingang. Also hier, das ist das Dach. Ich glaube, das ist nur eine Plane. Filmen wir mal dran. Ja, das ist nur eine Plane. Also das ist wahrscheinlich nur, wenn es regnet, damit es nicht reinregnet. So sieht es im Auto aus, nur dass Sie es sehen. Also, das ist der Fahrersitz ist ein Höckerchen. Der Beifahrer hat einen schicken Sitz. Das hier scheint wie sagt man? Also, um sich anzuschnallen. Mein Gott, ich kann kein Deutsch mehr. Gott, Spanisch, Englisch. Also, der Riemen, um sich anzuschnallen, hier unten. Das hier, wie gesagt, hier hinten. Hinten sieht ganz gut aus. Kleiner Mini-Kofferraum für Sachen, wenn man zum Strand geht. Ja, das ist also, wie gesagt, ein Mexican Ferrari. Wunderschön. Ich wollte Ihnen das Fahrzeug einfach mal zeigen. Hier, da ist auch, da sehen Sie, ein bisschen... Da war offensichtlich Rost, aber das hat man repariert. Die Reifen sehen gut aus. Und hier, das ist halt hier ein Rohr, so ein Wasserrohr. Damit hat man hier sehr stabil, es ist wirklich sehr stabil. Also man kann wirklich dran rütteln, es ist nicht in keinster Weise wackelig. Hier, also es ist so... Sonnenschutz, aber auch Regenschutz. Und hier, wie Sie sehen, der Beifahrersitz, der ist mit Holz befestigt, also nochmal, dass er nicht runterfällt. Und das ist halt der Fahrersitz. Ein Höckerchen. Ja, und da Steuerrad und das Fahrzeug fährt. Hier unten sehen Sie ein paar Löchlein. Hier auch ein Loch, ein etwas größeres Loch vorne. Rostet schon ziemlich durch, aber das hat man alles mit Holz auch befestigt und repariert. Scheibenwischer sind auch da, funktionieren auch. Außenspiegel sind auch da. Ja. It's a very good car. Mexican Ferrari. Yeah, well, it's a Mexican. It's a German car, yeah, German but car. But I think you call it in Mexico the Mexican Ferrari from the style, yeah, from the style. Yeah, exactly. The German car without a roof, it's called a Mexican Ferrari. Ja, das sind die Nachbarn und hier, das ist das Haus, wo es steht. Also das scheint ein Surfer zu sein, denn hier hängt oder ein Kajak, hier hängt ein Kajak, das kann man offensichtlich kaufen. Ja, so sehen Sie hier ist man kreativ und hier fahren die Autos noch ziemlich lange. Und man repariert, so viel man reparieren kann. Also nichts mit wegschmeißen.